Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von Starfield. Ja, wir sind hier immer noch auf dem Tauzi, die zwei Planeten, und haben hier in der letzten Folge dieses Produktionszentrum erkundet. Wir sollten ja hier erst ursprünglich Siedlern helfen und denen solch ein Reparaturkit bringen. Da war dann alles zerstört und wir haben gegen einen bösen Terrormorph gekämpft. Ja, von dem haben wir jetzt eine Genprobe, die wir dann zurück zu unserem Commander noch bringen müssen. Und dann geht es auf nach Zydonia und ich glaube zwischendrin auch zum Mars. Da ist nämlich ein Doktor, der dann diese Genprobe analysieren soll. Aber das machen wir erst in den nächsten Folgen, denn wenn wir hier schon mal auf einem neuen Planeten sind, dann wollen wir den auch ein bisschen erkunden heute, finde ich. Ne? Wir haben hier noch nichts analysiert. Genau, noch gar nichts. Keine Flora, keine Fauna, keine Ressourcen, doch eine, das Eisen. Und ich möchte ein, zwei Landmarken heute mit euch machen. Wir laufen einfach mal zu dieser hier. Scanne weiter, dann findest du auch was. Okay, sehr schön. Okay, natürlich. Da haben wir wieder eine natürliche Landmarke. Genau, und sonst ist hier in diesem Bereich anscheinend nur Eisen. Da laufen wir jetzt erstmal zusammen hin. Und da werden wir dann bestimmt so ein Merkmal wieder aufdecken. Schade, dass gerade Nacht ist. Da haben wir eine Pflanze. Aruna Messerblatt. Sehr schön. Scannen. Was gibt uns das? Nährstoff. Okay. Das ist sehr gut. Was haben wir da unten? Auch wieder unbekannt. Cool, haben wir schon die erste Pflanze gefunden. Da haben wir die nächste Ressource. Und da haben wir noch eine Pflanze, oder? Oh, cool, das klappt. Alles, was wir nicht schaffen, mache ich wieder außerhalb des Gameplays hier analysieren. So, jetzt habe ich die schon gegessen, die Pflanze. Habe ich die damit auch gescannt? Ja, okay. Ah, das geht auch. Okay, man kann es auch einfach abernten, dann funktioniert das Ganze auch. So, dann haben wir hier eine Ressource. Das wäre dann die zweite. Und da haben wir noch Argon. Okay, das ist sehr gut. Das klappt ja wie am Schnürchen. Scannen. Dann haben wir da wieder eine Pflanze. Noch eine andere Pflanze. Blutroter Galgen. Okay, perfekt. Was haben wir da? Die können wir auch wieder scannen. Sachen nehmen wir auch mit. Ich weiß gar nicht, ob man das Nährstoffzeug braucht für die Herstellung. Könnte ich mir vorstellen. Was haben wir hier? Ah, hier ist nur Eisen. Okay. Ganz schön hügelig hier auf diesem Planeten zurzeit. Also wenn wir das mit den Außenposten ausprobieren, dann möchte ich definitiv eine schöne gerade Fläche haben, dass wir da auch ein bisschen was Großes bauen können. So, das kennen wir. Da haben wir nochmal eine Pflanze. Wieder dieses Messerblatt. Nährstoff. Ich habe mich übrigens auch richtig leicht gemacht. 90 von 165. Ja, und den Rest brauche ich. Das sind so Hilfesachen. Da haben wir Tiere. Sehr schön. Oh, cool, neue Tiere. Obwohl es hier schon ganz gut aussieht auf dem Planeten hier. Außenposten. Hier könnten wir rein theoretischerweise einen bauen. Seht ihr das? Aber hier ist sehr hügelig. Ich will das unbedingt ausprobieren mit euch. Hier haben wir die Tiere. Herde, Knochenmähne, Graser. Okay. Seid ihr freundlich? Anscheinend Dafür zahlst du. Nicht. Und tschüss. Oh, Sarah. Ziel eliminiert. Sie macht kurzen Prozess mit denen. Oh, ich möchte die noch scannen. Ja, Volltreffer. Sie hat Spaß. Super. Ganz toll. 63% gescannt. Wieder eine Kerbe mehr am Colt. Okay. Sehr schön. Oh, toll. Was gibt denn ihr? Klebstoff. Oh, cool. Harz. Ey, das ist ja genial. Jetzt muss man hier mal schnell schauen, wo die anderen liegen. Da mal Eisen wieder. Also so Ressourcen wie Eisen und so nehme ich jetzt nicht mit. Dann sind wir gleich wieder so dolle schwer. Oh, Sarah, was hast denn du hier angerichtet? Ich wollte mir die mal anschauen. Aber nur gut. Prozent gescannt aber. Den hatten wir. Jetzt lass mich noch mal ein paar Scan-Server, okay? So, die können wir auch noch mal nehmen. 38%.
Oh ja, das ist cool. Das muss sein. Wenn ihr mal überlegt, wie viele Planeten wir noch in den anderen Systemen haben. Okay. So, die müssten wir aber gleich fertig haben. 100% gescannt. Sehr schön. Einer weniger. Noch ein Punkt für mich. Ach ja je. Sie hat Spaß. Hab einen erwischt. Okay. Hier sind aber auch viele, ne? Ganz viele Tiere. Bleib tot. Bleib tot. Pech für dich. Der nächste. Okay. Super. Hast du sehr gut gemacht, Sarah. Wirklich toll. Hier haben wir das natürliche Vorkommen. Wobei ich da oben gerade noch andere Tiere sehe. Wir gehen da erstmal noch schnell hin. Das läuft dann hier nicht. Hier ist auch was. Das wird böse für dich enden. Können wir auch scannen. 100 Haupt. Okay. Ach, das ist wieder so ein... wie so ein Urzeitkrebs. Aber... wo sind das da oben jetzt hin? Weggerannt was? Ja. Da. Da ist auf jeden Fall ein anderes Tier bei. Oh, tötet das jetzt bitte nicht. Ich möchte das haben. Hier sind aber wirklich sehr viele Tiere. So in Gruppen. Also Herde. So, hier haben wir Eisen. Hier, schaut mal, jagend. Ankylosaurus. Oh, cool. Kann ich dich scannen? Du bist böse, ja, ich weiß. Oh, du bist böse. Sarah, guck mal für dich. Sehr schön. Körperflüssigkeit, Dichtmittel. Ich glaube, das Dichtmittel können wir auch gut gebrauchen. So, hier oben war noch eins davon. Da haben wir ja heute schon ein bisschen was entdeckt. Na, komme ich hier hoch? Da ist nämlich nur einer. So, nochmal scannen. Das wäre eigentlich unser zweites Tier. So, der gibt uns ja auch eine Haut und das Dichtmittel. Sehr schön. So, jetzt mal schauen, was wir hier noch haben im Umkreis. Den haben wir schon. Gut, dann machen wir erstmal dieses natürliche Vorkommen und decken dann eventuell ein Merkmal auf. Natürliche Bögen, Ort entdeckt. Da haben wir auch nochmal so einen Ankylosaurus. So, kommt her, ihr Schwingel. Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Mineralisch. Wieder ist jemand. Du meinst den, oder? Und scannen. Oh, meine Gesundheit. Ist eine Industriestadt. Die Leute sind etwas direkt. Okay. Habt ihr das gesehen? Ich hatte nur noch ganz wenig Leben. So, Xenoraupe. Die kann ich ja nicht scannen. Genau, das geht nicht. Misthaufen. Da haben wir wieder Misthaufen. Und hier haben wir nochmal die kleinen Käfer. Da sind wir jetzt 38%. So, dich auch. 50%, sehr schön. Cool. Warte mal, habe ich dich schon? Nee, siehst du? So. Oh, cool. Dann müssen wir mal schauen, ob wir hier diese Bögen scannen können. Die können wir nicht scannen, aber in den Misthaufen können wir reinschauen. Oh, Credits, Herz Plus, Körperflüssigkeiten, die braucht man immer. Iridium, Uran, Nickel, Strukturmaterial, Dichtmittel. Oh, dann sind wir bestimmt gleich wieder voll. Schaut mal, da ist nochmal einer gespawnt. Das ist Level 10. Kommt nur her! Ich mag das, wie die Server kämpft. Oh je, ich helfe ihr mal. Ist überhaupt kein Problem. Ich helfe ihr mal. Oh, das ist echt ein großer. Okay, sie hat ihn. Oh ja, das war ein großer. Seht ihr das? Okay. Hier läuft auch noch wer rum. Hatten wir dich schon? Dich hatten wir schon. Schade. Okay. Also auf Creed konnten wir ja diese großen Bögen hier scannen. Und da hatten wir dann so ein Merkmal entdeckt, aber hier geht das anscheinend gerade nicht. Da müssen wir bestimmt mehrere solche natürlichen Vorkommen aufdecken. Nee, das können wir nicht scannen. Mm-mm. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch haben. Lebenszeichen.
Wir laufen da mal hin. Okay, neues biologisches Merkmal. Ort entdeckt. Hier könnten wir bestimmt was scannen. Ja, da ist was zum Scannen. Cool. So, hier haben wir nochmal eine Grubennessel. Da sind wir jetzt 50%. Da haben wir nochmal Misthaufen. Der Misthaufen war richtig gut. Seltsames Ei. Aminosäuren und Toxin. Das ist ein seltsames Ei. Da schauen wir schnell mal nach. Seltsames Ei. Ah, okay, da steht aber nichts bei. Also denke ich mal, es ist ein Deko-Item, dass wir uns das irgendwo hinlegen können. So, da oben haben wir nochmal eine Pflanze. Okay, und dann scannen wir mal da vorne. Ah, du hast wieder einen erledigt. Der jetzt dazu gezählt? Gute Frage. Oh, du hast hier schon wieder mehrere erledigt. Kann das sein? Ja. Kann ich jetzt hier nicht nochmal scannen? Oh, der hat wieder viel Zeug einstecken. Sag mal, wie voll sind denn wir jetzt hier schon wieder? 123? Nur von ein paar Ressourcen. Wir haben mit 90 angefangen. Das ist krass. So, scannen. Ja, wenn kriegt die Sarah das gleich. Unbekanntes Merkmal. Okay, eins freigeschalten. Amphibisches Dickicht. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann ich das hier unten was geben? Nee, das gehört dazu, oder? Gut, das erste Merkmal haben wir. Perfekt. Hier gibt es sogar zwei Merkmale diesmal. Da haben wir nochmal so einen Ankylosaurus. Das ist wieder ein großer, da müssen wir aufpassen. Aber der hat auch echt viel Zeug einstecken. So, scannen. 100%, sehr schön. 2 von 4 Fauna. Oh, der ist stark. Ich mag diesen Schweißer hier, echt. Der ist richtig gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir am besten hingehen, was wir so im Umkreis haben. Ja, ich habe gerade kurz überlegt, wir könnten natürlich auch mit unserem Raumschiff einfach mal an eine andere Stelle fliegen und da weiter erkunden. Ich denke, das machen wir mal schnell. Solange ich noch nicht überladen bin, macht das, denke ich, mal Sinn. So, wir sind jetzt hier gewesen. Wir fliegen jetzt einfach mal eisige Ebenen. Da gibt es bestimmt andere Sachen. Da fliegen wir hin. Ja, schaut mal, hier ist auf jeden Fall eisig. Hier liegt Schnee. Gut, dann bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Hier könnten wir wieder einen Außenposten bauen. Ich drücke das mal kurz. Verfügbare Ressourcen, Benzol, Argon und Wasser. Benzol haben wir noch gar nicht. Das müssten wir hier noch aufdecken. Sehr gut, aber ich breche das lieber noch ab. Auf Crete hat man ja wirklich recht viele Ressourcen gehabt. Ich weiß nicht, was so wichtig ist. Ich denke mal, Eisen wäre sehr wichtig für einen Außenposten. Da haben wir was. Hier ist Benzol. Irgendwo muss hier Benzol rumliegen. Schaut mal da, unbekannt. Ich schau mal schnell. Lebenszeichen. Und hier haben wir natürlich. Ah, okay, das sind alles wieder Vorkommen. Hier Quantis. So, kann ich aber nicht scannen. Nee, das kann ich nicht scannen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin, oder? Ja, wir gehen mal dahin. Nochmal ein Lebenszeichen. Ich möchte echt gerne noch ein Gebäude heute mit euch eigentlich machen. Oder eins entdecken, aber irgendwie haben wir hier nur natürliche Sachen. Hm, da haben wir Benzol. Hier habe ich es gefunden, das Benzol. Meins. Jetzt fehlt uns nur noch Wasser. Anscheinend. Ja, nur noch Wasser fehlt uns. Vielleicht können wir da das zweite Merkmal dann aufdecken. Das Wasser, was wir noch nicht gescannt haben, oder? Ach nee, ist grün, schade. Ist auch Benzol. Nee, da ist wirklich was. Was haben wir hier? Wasser. Alle Ressourcen fertig. Oh, das klappt ja heute wie im Schnürchen. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen was geübt. Oh, cool.
Jetzt haben wir hier anscheinend das Biom auch schon abgeschlossen damit. So, wir gehen aber mal noch hier zum natürlichen Vorkommen. Beziehungsweise hier ist es ein Lebenszeichen. Neues biologisches Merkmal entdeckt. Okay. Ah, da können wir was scannen. Tiere scheinen hier nicht so zu sein. Und Fauna auch nicht. Scannen. Gaslebensform. Wer sagt's denn? Jetzt fehlen uns nur noch zwei Tiere und die Pflanzen müssen wir fertig scannen. Und wir haben ein neues Level erreicht. Level 11 sind wir jetzt. Klasse. So, lasst mal schauen. Unbekannt. Vielleicht erfahren wir so, wo das nächste Restaurant liegt. Das nächste Restaurant? Brauchst du das? Hast du Hunger, Sarah? Ja, also nur Lebensform. Beziehungsweise Lebenszeichen. Schade. Ich denke mal nicht, dass wir hier irgendwas finden hier im Umkreis. Da haben wir schon recht gut geschaut. Wir fliegen einfach nochmal an einen anderen Ort. Hügel, 29%. Was haben wir hier? Das sind alles Hügel. Eisige Ebenen, da sind wir jetzt im Prinzip. Genau, und dann gibt es nur Hügel. Dann gehe ich mal hier hin. So, dann können wir hier bestimmt unsere restlichen Pflanzen scannen. Schaut mal, wie viel hier bitte spawnen davon. Da ist wieder so einer, der ist schon recht gefährlich. So ein bisschen aufpassen. Ja, die haben wir alle schon. Zwei Tiere fehlen uns noch. Die Pflanzen werden wir jetzt, denke ich mal, schaffen. Aber irgendwie ein bisschen wenig Landmarken. Hier ist wieder eine natürliche. Was haben wir da? Lebenszeichen. Alles nur so natürlich Landmarken und recht wenig. Wenn man mal da an Creed denkt, wo es so ganz viele Gebäude jedes Mal gibt, wenn man da landet. Ist hier echt kaum was los. Aber ich glaube, dieser Kapitän von diesem einen Schiff in der letzten Folge hat uns ja gesagt, dass hier gar nicht so viel gemacht wird. Könnte natürlich damit auch zusammenhängen. Hier haben wir nochmal ein Messerblatt. Hier den Galgen. Okay, das klappt. 75%. Das Messerblatt müssten wir gleich fertig haben. Da oben haben wir, glaube ich, nochmal eins. 88%, ja. Da fehlt uns, denke ich mal, nur noch eins von. Schön ist es hier ja schon. Schaut mal, hier könnten wir auch wieder einen Außenposten bauen. Ich drücke das nochmal schnell. Alkane, Eisen, Wasser. Okay, was schwebt hier? Eisen. Das schwebt in der Luft. Das ist wieder so ein gefährlicher Kriebel. Aber schaut mal, der hat hier alles getötet. Nicht mit mir. Ja. Habt ihr gesehen, dass der irgendwie so ein bisschen ausgebremst wird von dem Stromelierungszeug hier? Das wirkt zumindest so. So, hier ist unser letzter blutroter Galgen. 2 von 3. Perfekt. Dann fehlt uns jetzt noch eine Flora. Schaut mal, hier wäre aber eine schöne Fläche für einen Außenposten. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob mir das so gefällt. Lebenszeichen, weil es hier nicht so viele Sachen gibt. 2 war es hier an dieser Stelle nur. Ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Für 2 Ressourcen. Was Interessantes in Reichweite? Eirücken. Schaut mal hier. Neue Tiere. Oh, ihr seid tot, oder? Kann das sein, dass ihr tot seid? Ja, die sind tot. Scannen. Aber wir können sie scannen. Ah, okay. Gut. Eirücken. Das wäre dann unser 3. Tier. Dann fehlt uns immer noch 1. Ob sich die ganzen Tiere auf dem Planeten wiederholen? Wäre echt mal interessant, dass wir den Eirücken zum Beispiel noch auf einem anderen Planeten finden.
Oder haben die für alles extra Tiere gemacht? So, unsere letzte Grubennessel. Flora abgeschlossen. Und hier steht jetzt auch, dass wir das Biom abgeschlossen haben. Allerdings haben wir hier ja noch nicht alle Tiere. Lebenszeichen. Ich glaube, ihr Lieben, hier gibt es kein richtiges Gebäude, was wir erkunden können. So, bin mal noch ein Stück weiter gelaufen. Schaut mal, ich habe hier doch was entdeckt. Eine Höhle. Die werden wir uns auf jeden Fall ansehen. Schaut mal, ganz viel tote Eirücken. Ja, das war der. Den machen wir jetzt mal weg. So. Dichtmittel. Alles scannen. Metabolikum. Ach, dich kann ich nicht nochmal scannen. Okay, aber dich. 50%. Oh, die sind stark. Ziehen so viel Leben ab. Unglaublich. Okay. Aber nicht mit mir hier. So, hier haben wir noch Eirücken zu liegen. Vielleicht schaffen wir die jetzt. Scannen. 63%. Das nehme ich mit. Oh, Sarah. Achtung, Sarah. Oh, du Arme. Oh, ich muss nachladen. Okay. Sehr schön. So. 75%. Ja, 75% haben wir jetzt. Schaut mal, den kleinen Fussel haben wir dann jetzt fertig. 100%. Genau, wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch so ein Eirücken. Dann haben wir alles. Der könnt ihr ruhig nochmal auftauchen. So, die Höhle ist noch 120 Meter gleich entfernt. Ich denke mal, wir brauchen nur ein oder zwei Eirücken. So, dann lasst uns mal den Eingang suchen. Haben wir hier zufällig noch so ein Eirücken irgendwo rumzuliegen? Nee, ihr seid die. Wenn liegen die hier bestimmt wieder nur tot rum. Was haben wir da hinten? Lebenszeichen, wieder nur was Natürliches. Bin ich ja froh, dass wir hier die Höhle gefunden haben. Nee, hier ist nichts weiter. Da oben sind alles die anderen. Die haben wir schon. Ja, uns fehlt nur noch der Eirücken. Gut, wir gehen jetzt aber erstmal in die Höhle rein. Vielleicht finden wir ja hier noch was Schönes. Ich war schon mal in einer Höhle drin. Da gab es ganz viel Container. So Munitionscontainer und Lootboxen und Waffenboxen und so. Vanadium. Das haben wir ja noch gar nicht entdeckt, oder? Können wir das abbauen? Ja. Können wir aber auch nicht scannen. Ich schau mal schnell. Was ist denn das? Vanadium. Rare anorganische Ressource. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Ah, okay. Auf jeden Fall selten. Haben wir noch nie entdeckt. Cool. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier langkommen. Ganz schön dunkel in den Höhlen. Oh, Lagerkiste. Credits, Polymer und Dichtmittel. Seht ihr, hat sich schon gelohnt. Was haben wir hier? Aluminium. Nehme ich auch mit. So. Kann ich dich auch abbauen? Nee, dich kann ich nicht abbauen. Schade. Oh, da haben wir einen Misthaufen, oder? Müssen wir uns mal schauen, wo wir hier lang gehen. Ja. So. Das ist meiner. Ich habe ja schon festgestellt, dass die Misthaufen echt gut sind teilweise. Ja gut, hier ist nur ein seltsames Ei drin und Toxin. Ich sollte nichts sagen. So, Benzol. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Misthaufen. Hier können wir lang gehen. Ist die Frage, ob es hier noch mehr Lootboxen gibt. Hm, hier geht es nicht weiter, oder? Nee, hier geht es nicht weiter. Hier haben wir das Benzol.
schauen, was mir anzeigt. Aber ich denke mal, das zeigt mir zu der Mission das an. Genau. Den Weg dahin, oder? Das ist der Misthaufen, den wir eben gemacht haben. Aber schaut mal, hier liegt doch so ein Tier rum. Knochenmähne. Die haben wir aber schon. Wie findet ihr die Höhlen hier? Ich finde, die könnten ein bisschen was heller sein. Oder hier unser Licht könnte ein bisschen besser sein. Weil manchmal schon ein bisschen schwer, sich zu orientieren. Ja, hier kommen wir wieder hoch, oder? Hier kommen wir wieder hoch. Ich denke mal, die wird hier nicht allzu groß sein. Wir können ja hier mal noch schauen. Mal hier runterschauen. Nee, da haben wir nur diesen kleinen Käfer. Und da ist die Lagerkiste. Aber ich glaube, da waren wir eben. Von da kamen wir, genau. Ich glaube, von da kamen wir. So, kann ich hier irgendwo lang gehen? Oh, ist echt schwierig. Nee, hier geht es auch nicht weiter. Ich glaube, mehr ist sie dann gar nicht. Wir sind ja hier recht hoch. Nee, von da kamen wir. Hier geht's nicht weiter. Da unten ging es nicht weiter. Da müssen wir hier alles haben. Oh je. Ganz schön tief. Ja, sorry. Und wo sind denn wir gerade? Da runter? Von da? Na toll. Oh je. Sarah bemerkt doch alles. So, hier Beryllium. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das war, glaube ich, unser erstes Erz, was wir damals da in diesem Tutorial abgebaut haben, oder? War das nicht Beryllium? Ich glaube, ja. Ja, okay, ich denke mal, wir können jetzt hier schon wieder rausgehen. So, da sind wir wieder draußen. Ja, wir bräuchten jetzt hier eigentlich nur noch so ein Eirücken, dann hätten wir echt den kompletten Planeten hier analysiert. Ich werde mal da noch schnell nachschauen. Und dann könnten wir rein theoretischerweise nochmal irgendwo anders landen und schauen, ob wir hier irgendwo noch eine Landmarke finden, die noch interessant ist. Nicht mal so einen Landeplatz gibt es hier, ne? Wo man mal ein Schiff sich klauen kann oder so. Das wäre cool gewesen. Irgendwie so ein Landeplatz. Nun gut. Ich halte jetzt nochmal schnell Ausschau nach so einem Eirücken. Schaut mal, hab welche gefunden. Und die liegen wieder tot rum. Irgendwas Nützliches entdeckt. Scannt und einen noch bitte. Ja, analysiert. Alles 100% abgeschlossen. Wie cool ist denn das bitte? 200 EP gab es dafür. Sehr schön. Okay. Gut. Ja, dann haben wir hier fast alles. Also das wäre hier wirklich kein Kandidat für einen Außenposten, für mich zumindest. Wo habt ihr eigentlich euren Außenposten gebaut? Wenn wir gar nichts Schönes finden, mach ich das auf jeden Fall auf Creed. Da gab es auch ein paar richtig schöne Flächen. Und da könnten wir sonst echt einen Außenposten hinbauen. Gut. Wir schauen jetzt nochmal schnell, ob wir nochmal irgendwo anders landen können. Dass wir hier vielleicht noch irgendwas finden. Landeplatz. Ach so, da sind wir vorher gewesen, ne? Aber wieso sagt der mir hier, erkundet 75%? Das wundert mich ein bisschen. So, ich bin nochmal hier zurückgeflogen und zwar hier zum Produktionszentrum, weil da steht ja teilweise erkundet 75%. Ich bin mal bis nach ganz hinten jetzt gelaufen. Hier sind halt noch solche Container. Hier liegt noch ein bisschen was Loot, ein Waffenkoffer. Oh, was ist denn das bitte? Die hatten wir noch nicht. Schauen wir uns gleich mal an. Munition. Ah, die macht nicht allzu viel Schaden. Okay. Redburn. Radioaktiv verursacht zufälligen radioaktiven Schaden und demoralisiert das Ziel. Okay. 20 Meter Reichweite. Aber das wird es ja hier nicht gewesen sein, oder? Nein, 75%. Wieso steht da 75% erkundet? Wir haben doch hier eigentlich alles gemacht. Wir hatten ja hier die Mission in der letzten Folge gemacht. Irgendwas muss hier fehlen, was wir noch nicht hier entdeckt haben anscheinend. Weil die Landmarken drumherum sind alles wieder nur solche Lebenszeichen. Oder natürlich, genau. Wartet mal, da war auch noch einer, unbekannt. Lebenszeichen. Genau. Oder waren wir hier noch nicht drin? Waren wir hier schon? Ich dachte eigentlich, dass wir hier alles erkundet haben. So, was haben wir hier? Fläschchen brauchen wir nicht. Schüssel. Nee, eigentlich waren wir hier schon, oder? Nee, hier waren wir doch noch nicht. Okay. Aber wird es das sein?
Und hier kommen wir schon wieder raus. Hier sind noch Sachen, die wir mitnehmen können. So, nehme ich auch noch mit. Meins. Hier können wir auch nichts mehr dran machen. Nee. Hier haben wir alles eigentlich, oder? Erkundet. Ey, das war echt dieser eine Raum hier. Cool. Dann sind wir jetzt hier wirklich komplett fertig. Dieser eine Raum hier anscheinend und dieser Loot, der da oben vielleicht lag. Sehr, sehr schön. Dann erstmal bis hierhin. Ich denke mal, dass wir hier alles erkundet haben. Sogar die restlichen Prozente, die uns hier in dieser Anlage noch gefehlt haben. Ja, wenn jemand von euch hier schon mal gewesen ist, auf diesem Tau-CD2-Planeten und hier Gebäude entdeckt hat, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, wenn, könnte man hier nochmal heranschauen. Außenpostentechnisch hat es mir hier auch nicht so gefallen. Ja, sollten wir in den nächsten Folgen so gar keinen schönen Ort finden, machen wir das einfach auf dem Creed. Da werden wir dann unseren ersten Außenposten bauen. Aber wir werden ja sowieso in den nächsten Folgen noch unterwegs sein. Und zwar einmal hier in Cydonia und auf dem Mars, glaube ich, auch. Genau, wir müssen dann erstmal in der nächsten Folge zurück zum Commander, zum Tuala. Ja, wir müssen ihm dann Bericht erstatten, was wir hier so erlebt haben. Und dann müssen wir, glaube ich, zum Mars. Genau, zum Percival Volker. Der soll nämlich die Gewebeprobe untersuchen hier von diesem Terrormorph, den wir hier besiegt und bekämpft haben. Ja, genau. Und dann sollen wir uns in Cydonia treffen mit allen. Mit dem Percival und mit der wir gestern gesprochen haben. Wir haben so viel auch in Cydonia zu tun. Also haben wir im Prinzip noch Mars und Cydonia als Option, wo wir eventuell auch einen Außenpost bauen könnten. Ja, bin ich gespannt. Ich freue mich drauf auf die nächsten Folgen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Was machst du da? Da ist eine Tür selber. Siehst du die? Guck mal, da kannst du nicht durchgehen. Okay, ihr Lieben. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.